Oktober zusammen in Prag auf dem Platz stehen. 3:2 für Martina Hingis im zweiten Satz. Sie ist nicht mehr hundertprozentig bei der Sache. Irina Spirlea, merkt man so auch an den Reaktionen. War nicht einfach der Ball, aber viel zu wild gespielt. 0:30, das nächste Projekt droht. Fehler seitlich im Aus. Wenig Konzentration bei der Rumänin zu erkennen in dieser Phase. Und auch das war nun klar zu erkennen. 3 Breakbälle in Folge. Sie passt nicht auf, die 22-Jährige. Vielleicht ist sie sogar schon mit dem Erreichten zufrieden. Hat ja keine Packung bekommen. Man muss sich da immer erstmal reinversetzen in solche Spielerinnen. Und da haben wir das bereits angesprochene Break. Nun perfekt. 4:2 für Martina Hingis. 4 Spiele in Folge für die junge Schweizerin. In knapp 8 Minuten. Also man ist da geneigt, fast euphorisch zu werden, wenn man sich die Spielweise von Martina Hingis anschaut. Nicht nur was die Technik anbelangt, sondern auch das taktische Verhalten. Urplötzlich spielt da die Martina Hingis einen ersten Aufschlag, stark angeschnitten, gar nicht mal so hart, und marschiert nach vorne. Völlig überraschend für Irina Spirlea, die da hinten einfach nicht mehr bei der Sache ist. Da gibt es mal den einen oder anderen Gewinnschlag, aber die Linie fehlt, ein Spiel aufzubauen. Und die Martina Hingis spürt dieses sofort. Faszinierend. Entschuldigen Sie, da doch ein bisschen die Begeisterung, die man da raushören mag, über die Vorstellung hier von Martina Hingis. Das Gefühl hat sie, wie sie einen Punkt aufbauen muss. Wann, wie sie reagieren muss. Das kann man nicht lernen, das ist angeboren. Ha.
on the line. Rufen hier gerade die australischen Kommentatoren aus der Nebenkabine. Wendy Turnbull, frühere australische Spitzenspielerin, auf der Linie. Die Körpersprache spricht für sich. Eigentlich ist das Match für sie gelaufen zum jetzigen Zeitpunkt, wobei immer alles passieren kann. Eine vorzügliche Vorstellung. Da ist man geneigt, als Außenstehender vielleicht einen Tick zu viel Positives hineinzubringen in diese Begegnung, in dieses Viertelfinale. Aber hier verblüfft vor allen Dingen die taktische Einstellung der 16-jährigen Martina Hingis, die natürlich in der Schweiz unerhört populär ist. Da gibt es so etwas wie eine Tennis-Euphorie, speziell ausgelöst nach dem ersten Turniererfolg im vergangenen Oktober beim Grand Prix-Turnier in Filderstadt. Ab heute überträgt das Schweizer Fernsehen die Spiele von Martina Hingis live. Und der Coach und Trainer von Heinz Günthert ist dann unmittelbar vor Beginn dieses Spiels gleich in die Kabine hineingeeilt. Da durfte er erst gar nicht reingehen, denn der ist hier nicht akkreditiert als Fernsehkommentator, sondern er ist akkreditiert als Coach von Stefanie Graf. Hat er einfach nicht dran gedacht, dass er hier nicht hochkommt in die sogenannten Grand Slam Boxen, aber mittlerweile hat man ihn reingelassen und ist dann mit einem Kollegen des Schweizer Fernsehens dabei, dieses Spiel der besten Tennisspielerin aller Zeiten der Schweiz zu kommentieren. Martina Hingis auf dem Weg zu ihrem zweiten Semifinale bei einem Grand Slam Turnier, nachdem sie ja im vergangenen Jahr bei den US Open im Semifinale gegen Stefanie Graf verlor. 7:5, 5:2 Führung für die 16-jährige Martina Hingis gegen eine Irina Spierlea, die hier gezeigt hat, dass sie durchaus eine Top-10-Spielerin auf Dauer sein kann. Dass sie über spielerische Möglichkeiten verfügt, die ihr ermöglichen, weitere große Erfolge zu erringen. Schnell ist es gegangen in den vergangenen Minuten. 3 Matchbälle in Folge für Martina Hingis. Irgendwie war das abzusehen. Und was für ein verwandelter Matchball von Martina Hingis. 6 Spiele in Folge, das bedeutet, Martina Hingis steht im Halbfinale bei den diesjährigen Australian Open, hat 7:5 und 6:2 gewonnen. Und ich muss wirklich sagen, ein fantastisches Match hier bestritten. Das bedeutet, dass Martina Hingis nun in ihrem Halbfinale
auf Mary Jo Fernandes trifft. Sie hat sehr gut gespielt. Verdienter Beifall für die Rumänen. Man wird sie wiedersehen, nicht nur auf Grand Slam Turnieren, sondern sicherlich auch in Viertel- und Halbfinalspielen. Aber die Zukunft, darüber gibt es im Moment überhaupt keine Zweifel, gehört dieser jungen Dame. Martina Hingis, die derzeit auf Position 4 der Weltranglisten steht. Natürlich Stefanie Graf unangefochten, das wird sicherlich auch noch eine ganze Weile so bleiben. Aber vielleicht gibt es in diesem Jahr große Duelle zwischen der jungen Herausforderin und Stefanie Graf. Sie ist ein natürliches junges Mädchen hier auf dem Platz, wird zu Recht gefeiert.